Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu mir in meiner Brutzelbude. Ich habe gestern, vorgestern durch Zufall irgendwo einen Artikel gelesen über Packed Brown Sugar und also gebackter brauner Zucker, frei übersetzt, so würde ich es frei übersetzen, und dass man den hier in Deutschland so selten oder sehr schwer bekommen kann und dass er auch sehr teuer ist und dass man ihn eigentlich auch sehr einfach selber herstellen kann. Dazu brauchen wir rund 200 Gramm Zucker, dann Melasse. Die habe ich mir bei Amazon bestellt. Kostet irgendwie, weiß ich, dieser 740 Gramm knapp, weiß nicht, 10 € oder so. Habe ich jetzt wirklich nicht im Kopf. Und Packed Brown Sugar, der Name kommt daher, dass in der amerikanischen Küche viel mit Maßeinheiten, zum Beispiel Tasse, gearbeitet wird. Die Maßeinheit ein One Cup, eine halbe Tasse oder eine ganze Tasse, und packed with brown sugar, also brauner Zucker gestopft oder gepresster brauner Zucker dann. So. Und wir versuchen, wie gesagt, jetzt heute einmal braunen Zucker, packed brown sugar, selber herzustellen. Dafür nehme ich 2 Löffel von dieser Melasse, 2 Esslöffel, Nummer 1, 2. Und das verrühren wir jetzt einmal. So, circa 3-4 Minuten später sieht das Ganze dann so aus. Und am einfachsten geht es, wenn ihr eine Gabel nehmt und dann immer wieder so in allen Richtungen hin und her streicht. Dann vermischt sich das Ganze wunderbar. Und meine Freundin und ich, wir haben auch gerade schon mal ein bisschen probiert. Es ist richtig schöner, malziger Zucker geworden, den wir gleich mit ein bisschen Honig auf ein paar Speerips verteilen werden. Und dann gucken wir mal, wie das dann schmeckt. Dazu hole ich euch da wieder dazu. Oh, jetzt ist uns gerade die Kamera zwischendurch ausgegangen. Also was haben wir gemacht? Wir haben einfach Ahornsirup genommen, drüber gestrichen und Packed Brown Sugar drauf. Lecker, jetzt essen. Meine Freundin, ihr habt es gehört, kommt gebürtig nicht aus dem Schwarzwald, findet es aber sehr, sehr lecker. Sie hat auch gesagt, Honig oder Ahornsirup auf Spareribs, das würde in Thailand wohl öfter mal gemacht werden. Oder auf Schweinefleisch. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Probier mal. Okay, dann gehen die zurück in den Smoker und wir gucken gleich, was daraus geworden ist. So. Jetzt muss ich leider mit dem Handy weitermachen, weil mir bei der anderen Kamera das Kamera der Akku alle ist. So, hier schneiden wir einfach mal an. Die haben jetzt auch mal so eine Dreiviertelstunde gelegen im Smoker. Und
Wir probieren einfach mal. Ich hoffe, das ist drauf. Hi, Lalli. Ahornsirup. Super. Aber ich hätte den Zucker eher drauf machen müssen. Schmeckt Bombe. Nur, ziemlich süße Angelegenheit, aber lecker. Wirklich, muss ich sagen, eine ganz tolle Alternative. Gut.